Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 1 Director's Cut. Und ja, wir waren beim letzten Mal hier, haben angefangen mit dem Spiel und sind im Herrenhaus angekommen. Und ja, haben schon unseren ersten Zombie erledigt. Wobei das eigentlich unnötig war, weil ich eigentlich, weil der Barry den hätte umbringen können. Aber gut, liebe Leute, und wir sollen uns jetzt hier umgucken. Wesker ist verschwunden und Chris Redfield ist auch verschwunden. Das heißt, wir sind hier fast auf uns allein gestellt mit unserem Barry. Und wir müssen jetzt dieses Gebäude untersuchen. Alles klar, liebe Leute. Dann machen wir das mal. Ich habe allerdings keine Muni mehr. Ich habe nur noch 2 Schuss. Und ich habe euch noch gar nicht gezeigt, was passiert, wenn wir hier die Tür öffnen. Schaut euch das mal an. Genau, Leute. Dann kommen die Hunde. Genau. Es ist zu gefährlich, um rauszugehen. Ja, alles klar, Leute. Das wollte ich einfach nur mal zeigen. So, liebe Leute, ich glaube, es ist Zeit, in den 2. Stockwerk hochzugehen. Dann würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. So. Ja, freut mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt bei Resident Evil 1. Wie war jetzt hier, das Herrenhaus weiter erkunden. So, hier ist auf jeden Fall schon mal eine erste Tür. Die geht auch direkt auf. Okay. Oh, wieder diese Musik hier, ey. Da schluft ein Zombie rum, aber ich habe keine Muni. Scheiße, Leute. Ich habe keine Muni mit dem... für die Waffe. Ich muss irgendwo Muni finden. Gibt es hier irgendwo was? Nee, warte mal. Komme ich da auch rein? Da komme ich auch schon rein, okay. Was haben wir denn hier? Ach, wieder eine andere Musik. Wie krass. Ist auch Blut. Okay. Was haben wir denn hier? Ach. Jill. Don't scare me. That's what I was going to say. Aren't you supposed to be going over the first floor, Barry? Yeah, you're right. But just take a look at this. Oh. It's Forrest. Oh my God. I'm going to find out what caused Forrest's death. It looks like he was killed by a crow or something. Can you look around the first floor, Jill? Okay. Hey, Jill. This must have been Forrest's. You don't have a weapon. Take this with you. Das Muni? Eine Bazooka! Oh mein Gott. Geil. Hammer, Leute. Wir haben tatsächlich eine Bazooka gefunden, direkt am Anfang. Hammer. Cool. Okay, das ist hier der Forrest. Auch ein Kollege von uns. Und ja, der ist nicht mehr. I can't believe. Der ist scheinbar von einer Krähe oder so erledigt worden. Oh mein Gott, Leute. Scheiße. So. Ja gut, aber hier geht's erstmal nicht mehr weiter, scheinbar. Gut, also Barry hast dich quasi hier umgeguckt. Okay, ich verstehe schon. Okay, mit der Bazooka könnten wir jetzt theoretisch diesen Zombie da platt machen. Aber wartet mal, Leute. Ich möchte doch ein bisschen Muni noch sparen. Also irgendwie ist mir das nicht geheuer, wenn ich die jetzt schon benutze, die Bazooka. Geh mal bitte hier auf die andere Seite. Ich glaube, da war ja auch noch was, ne? Ist hier keine Muni oder so? Wow. Das ist echt rar gesät hier. Aber gut, sonst wäre es ja auch nicht schwer, ne? Alles klar, weiter geht's hier. So. Oh Mann.
Oh Mann, wir können auch nach oben zielen, aber... Wartet mal. Ach, ich weiß, wir sind jetzt hier oben. Da ist noch einer, um Gottes Willen. Scheiße! Mist, verdammt. Scheiße. Haben die mich schon im... Ein Biss von denen reicht und wir sind im gelben Zustand. Das kann ja wohl nicht sein, ey. Ja, ich habe keine Muni, um die platt zu machen, Leute. Scheiße. Tatsächlich. Und, ja, dann... Ich renne wieder voll in die Arme hier. Shit, verdammte. Die blockieren mich jetzt natürlich hier, ne? Ich renne denen voll in die Arme, wartet mal. Leute, ich würde sagen... das war ein Fail gerade, tatsächlich. Und, ja, ich weiß jetzt aber schon, wo es hier lang geht. Und da würde ich sagen, machen wir das einfach mal weiter. Ich würde sagen, wir sehen uns da gleich wieder. So, Leute, da bin ich wieder vor der Tür. ja, das war ja gerade echt failig, was ich da gemacht habe, ne? Es tut mir leid. Aber ich denke mal, Leute, dass da das wirklich immer knapper wird hier, werde ich lieber so Kammer benutzen. Kommt, Leute. Und ich kann nach oben zielen tatsächlich. Das heißt, bei diesen Zombies hier kann man tatsächlich auch den Kopf wegschießen. Das heißt quasi, wenn der Zombie kurz vor uns ist, dann können wir da tatsächlich so den Kopf wegschießen. Seht ihr das? Ist das nicht geil? Okay, Leute. Allerdings. Ja, komm. Komm hoch. Und... Ah, nein, das war zu spät. Penner. So. Hat er uns einmal gekriegt. ja, liebe Leute. Aber die Zombies hier, die sind tatsächlich nicht so zahlreich hier. Ne? Also die Gegnerdosierung, die ist noch okay. Gut, Leute, hier in diesem Bereich müssen wir jetzt nämlich tatsächlich diese Figur hier einmal hier runterschubsen. Einmal hier runter, weil dann geht die nämlich kaputt. Plock. Habt ihr es gehört? Und da müssen wir da schon weiter. Da hinten war ja auch kein Ausgang. Und dann, liebe Leute, würde ich mal sagen... ja, gehen wir mal weiter. Auf die andere Seite. Weil wir haben jetzt ja eine Bazooka. Das heißt, die andere Seite können wir jetzt auch quasi reinigen. Weil da rennt ja auch ein Zombie rum, genau. Und zack. Sehr schön, Leute. Da schlurft noch einer rum. Das ist doch nicht wahr. Ist verschlossen. Eine Rüstung. Da rennt noch einer rum und ich sehe hier nichts. Ich sehe hier nichts. Wo sind wir denn hier überhaupt? Hey, wartet mal. Zweites Obergeschoss. Ah, da war doch eine Tür. Da drüben. Okay, da war doch eine Tür. Aber wir gehen erstmal hier rein. Hallo? Ist das keine Tür? Doch. Ist aber verschlossen und auch eine Rüstungsschlüssel. Gut, Leute. Da ist der. Da ist der Typ. Dann komm her. Und was machst du denn da? Und schieß ihm den Kopf weg. Puh, okay, Leute. Das ist auch von innen verschlossen. Sind wir hier überhaupt schon richtig? Tatsächlich, Leute. Wir können hier rein. Und ja, die Leute, machen wir uns weiter auf hier, uns dieses Herrenhaus mal weiter anzugucken. Nichts Ungewöhnliches. Okay, was haben wir hier? Sehr gut sortiert. Ja, okay. Da liegt ein Buch. Nichts Ungewöhnliches. Hier kriegt man aber auch keine Muni, ne? Das ist irgendwie bescheuert, aber gut. Ist halt ein Survival-Horror-Spiel, ne? Was haben wir denn hier mit dem Buch? Botany Book. Über medizinische Kräuter.
Wie Sie vielleicht wissen, gibt es viele Pflanzen, die medizinische Effekte haben. Schon seit Urzeiten haben Menschen Wunden geheilt und Wunden und einige Krankheiten durch verschiedene Pflanzen geheilt. In diesem Buch gehen wir auf drei verschiedene Kräuter ein, die überall in den Raccoon-Gebirgen wachsen und die und wie sie aussehen und ihre medizinischen Eigenschaften. Jedes Kraut hat eine andere Farbe und verschiedene Effekte. Das grüne Kraut stellt Leben wieder her, das blaue Kraut neutralisiert Gift und das rote Kraut hat alleine keinen Effekt. Das rote Kraut ist erst effektiv, wenn es mit anderen Kräutern gemischt wird. Aha, zum Beispiel, wenn du das rote mit dem grünen Kraut mischst, wird der Heilungseffekt verdreifacht. Indem sie die Anzahl und Farben der drei Kräuter experimentell mal zusammenmischen. You can create various kinds of medications. Ah, okay, das sagt quasi aus, dass wir verschiedene Kräuter miteinander mischen können. Das heißt, botanisches Buch wurde gespeichert. Wir haben quasi hier drei Heilkräuter zur Verfügung. Grün, Rot und Blau. Und da kann ich einfach sagen, also die grünen Kräuter sind zur Heilung. Die roten Kräuter sind auch zur Heilung, aber eine stärkere Heilung, wenn es mit dem grünen gemischt ist. Die haben wir aufgeschlossen. Und ja, das Blaue ist für Gift. Weil wir können ja auch vergiftet werden. Und das wollen wir doch nicht. Ach du Scheiße! Zwei! Oh mein Gott, zwei. Schieß dem den Kopf weg. Und habe ich jetzt noch Muni überhaupt? Habe ich jetzt noch genug Muni? Und zack. Oh mein Gott, hier laufen so viele von den Viechern rum, ne? Ich habe jetzt aber auch keine Muni mehr. Ich habe keine Muni mehr mit dem Raketenwerfer. Oh Mann, Leute. Na gut, okay. Das haben wir aufgeschlossen. Wo sind wir hier überhaupt? Ach, wir gehen hier einfach schnurstracks drauf los. wartet mal. Hier kommen wir doch wieder in den alten Bereich zurück, oder? Ich glaube ja. Ha, tatsächlich, wo wir gerade waren. Okay, cool, eine Abkürzung also. Und, ja, liebe Leute, ich glaube, einmal getötete Zombies bleiben auch kaputt. Glaube ich zumindest. So, was haben wir denn hier? Hier sind überall so Riesenbilder, Leute. Schaut euch die an. So, dann stapfen wir mal weiter hier durch. Das ist verschlossen. Auch ein Rüstungsschlüssel. Okay, ich brauche unbedingt diesen Rüstungsschlüssel. Da ist auch noch eine Tür. Hier gibt es echt keine Muni, ne? Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Wenn jetzt noch mehr Zombies hier kommen, dann ist... Was ist das denn da? Schaut mal da, Leute, ein Kraut. Oh mein Gott, unser erstes Kraut. Nimmst du das grüne Kraut? Ja klar, bitte. Das ist nämlich ein grünes Kraut. Das weiß ich, glaube ich, sogar noch. Ein grünes Kraut. Alleine heilt vom gelben Bereich hoch. Grünes und grünes, also wenn man das zusammen mischt, heilt vom orangen Bereich hoch. Und grünes und rotes heilt halt von rot hoch, ne? Wenn man also fast krepiert. Und die Kräuter kann man halt auch mischen. Und genau deswegen, Leute, würde ich sagen, spare ich mir dieses Kraut auf. Weil ich möchte es unbedingt mischen mit dem anderen Kraut. So. Holz liegt im Kamin. Da hängt ein Stück Papier an der Wand. Okay, das heißt, es könnte sein, dass wir hier ein Feuerzeug brauchen. Haben wir allerdings nicht. Deshalb. Das ist verschlossen. Ein Helm.
Okay, Helmschlüssel. Okay, das heißt, wir können hier nichts machen. Hier war quasi nur das Heilkraut drin, ne? Erstmal. Finde ich aber auch gut, dass wir zumindest mal ein bisschen was Medizinartiges gefunden haben. Yay. Mann, 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 okay. Würde ich sagen, gehen wir mal runter tatsächlich, ja. Gehen wir mal wieder runter. So, bin ich mal gespannt, was uns da unten, was da unten auf uns wartet, ey. So, noch mehr Zombies? Tatsächlich. Okay. Dann muss ich jetzt tatsächlich messern. Ach! Oder auch nicht. Der ist schon kaputt hier. Okay. Gut, da ist noch ein Kraut. Seht ihr das? Darauf habe ich gewartet, Leute. Da haben wir jetzt nämlich noch ein Kraut. Ein grünes. Und die können wir doch zusammen mischen. Combine hiermit bitte. Mixer Herbs. Ja. Seht ihr das? Wir haben die jetzt zusammen gemischt und jetzt haben wir quasi eine Heilung für, wenn wir im orangen Bereich sind. Okay. Alles klar. Das heißt, wir können mal hier reingehen. Und was haben wir hier in dem Zimmer? Ein Speicherraum. Und eine Kiste. Leute, und eine Kiste. Und was haben wir hier? Chemikalie. Okay. Interessant. Was haben wir hier noch? Gärtnergeräte. Nichts Ungewöhnliches. Okay. Ja, Leute, diese Kisten hier, die sind... Oh mein Gott. Munition. Ich glaub's nicht. Wir haben zwei Magazine bekommen. Und, ja, das Messer, das... Ja, wartet mal. Das kann ich eigentlich mitnehmen. Ja, wobei, wartet mal. Das ist eigentlich unser Inventar voll. Aber wartet mal bitte. Nein. Leute, diese Kisten, da kann man quasi Sachen einlagern. Und manchmal ist auch was drin, wie wir gerade gesehen haben. Und, bei diesen Kisten ist es halt so, die kann man halt, glaube ich, von überall erreichen. Aber ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher. Gut, liebe Leute. Ja, ja, Gärtnerartikel. Dann würde ich sagen, ja, speichern. Ja, dann kommt dann Speicher einfach mal. Rekord 1. So, dann überschreib das mal bitte. Dann pack, 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 pack. Richtig cool. Okay. Ich werde euch hier auch diese Speicheranimation zeigen, weil die hat einfach Stil, Leute. Die hat einfach verdammt nochmal Stil. So, dann haben wir jetzt auch wieder 30 Schuss Muni, das ist ganz gut. Und der Zombie hier vorne, der war ja leicht kaputt. Der war mit zwei Schüssen, war der kaputt. Ich wünschte, ich hätte Zeit, um diese Bilder zu genießen. Ja, Jill, das ist echt schwierig, ne? Wenn man hier so eingesperrt wird quasi. So, Leute, wir sind wieder unten. Und die grünen Bereiche sind quasi die, die wir schon kennen. Die ist von innen gesperrt? Was? Ach, dann kommen wir hier gar nicht weiter. Dann kommen wir hier gar nicht weiter. Okay. Liebe Leute, ja, wir kämpfen uns hier weiter durch diese Armeen-Sache würde ich jetzt nicht sagen, aber durch diese Masse an Zombies. Kommen wir jetzt nicht hier, können wir nicht hier weiter? Wartet mal, was war das denn hier für eine Tür nochmal? Ach, nee, brauchen wir nicht. ich glaube, ich muss jetzt erstmal wieder zurück, ne? Da gab es hier noch zwei Türen, wo ich noch nicht war. Die ist auch noch zu. Jetzt ist auf einmal der Türknopf gebrochen. Was? Wollt ihr mich verkackeiern? Ja gut, egal. durch die Tür bin ich auch gerade reingekommen. Ach Quatsch, hier bin ich reingekommen. Was ist das? Da ist auch wieder der Rüstungsschlüssel.
verschlossen. Auch der Rüstungsschlüssel. Gut, das heißt, wir müssen da tatsächlich nochmal zurück, da wo der Hund war. Weil ich glaube, den Hund... Wartet mal. Hier drüben, wartet mal. Da drüben, da war doch... Da hinten ist noch eine Tür, genau, Leute. Da war aber noch gar nicht. Dann würde ich sagen, machen wir das mal. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor ja gefällt. Gute alte Resident Evil 1, meine Güte. Es war leider echt auf Englisch. Aber... Genau, hier können wir doch heilen, Leute. Aber es macht trotzdem genauso viel Spaß. So, was haben wir denn hier? Da schlufft auf jeden Fall irgendwas rum. Achso, scheiße, zwei Stück. Schieß doch. Was hat der denn gemacht? Hat der auf mich gekotzt oder was? Geil. Der steht hinter dir auf wieder. So. Der hat uns leider nochmal gekriegt, aber... Wie sitzt dieser Sound von den Zombies, ey? Der steht wieder auf. Du kannst dich... Lad nach! Und schieß ihn kaputt. Boah. Um Gottes Willen, Leute. Zwei Zombies erledigt. Und wir sind noch im gelben Bereich. Okay. Haben aber wieder ein ganzes Magazin verloren wegen zwei Zombies. Ja, gut. Was haben wir denn hier überhaupt? Wo sind wir? So. Ah, okay, da geht's also runter und zwei Türen hier. Ist hier eine? Nee, warte mal. Sehr gut, Leute, ein Treppenhaus. Da könnten wir auch runter. Aber gucken wir erstmal diese beiden Türen hier. Boah, dieses Herrenhaus sieht schon geil aus, muss ich sagen. Ein Helm, okay. Ja, richtig schön antik alles hier. Ahehe. Ein Code, ja. Scheiße. Danke. Gut, das heißt, wir können hier nichts machen. Und ja, dann... Boah, diese Musik im Hintergrund hier, ey, die ist wirklich klasse, würde ich sagen. Echt klasse. So, dann... Natürlich. Noch einer. So, leg dich hin. Wieder nicht kaputt, ne? Oder ist er doch kaputt? Er ist doch kaputt. Okay, alles klar. Oh, der ist doch noch nicht kaputt. Hey! So, hat nochmal drei Schüsse gebraucht hier. Da ist noch einer! Oh mein Gott! Ja, jetzt ist die Muni auch leer. Mist. Na gut, das heißt, ich muss messern. Der... Hat noch gelebt, aber jetzt nicht mehr, Leute. Nix da. Der ist kaputt. Ja, Leute, wir finden hier keine Muni. Das ist es ja. Und daher muss ich jetzt erstmal ein bisschen messern. Bis wir wieder Muni finden. Ist wieder ein Speicherraum und wieder Farbbänder. Nimmst du die Farbbänder mit? Ja, nimm mir mal mit, bitte. Was ist das für eine Musik hier? Ach, geil. Vitamine und Serien. Okay. Dann, Leute? Nix, ne? Nein, in der Kiste ist nichts drin tatsächlich. Und es ist tatsächlich so. Wir können von einer Kiste alle anderen Sachen erreichen. Und, ja, Leute, dann. Was ist das für eine Musik hier? Die kenne ich gar nicht. Nein, 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 geh raus. Ich will das nicht speichern. Das ist eine andere Musik, tatsächlich. Okay. Ich hatte nämlich eine andere Speicherraummusik im Hintergrund. Im Kopf. Aber gut, Leute, ist noch ein Zombie.
Was mache ich jetzt mit dem? Komme ich da vorbei? Da komme ich erstmal vorbei. Okay. Und an dem komme ich zum Glück erstmal vorbei. Oh Mann. Noch einer. Dann messer ihn. Los. Ach, verdammt, ey. So, dann. Oh, so, jetzt sind wir im roten Bereich tatsächlich. Und wir müssen unsere Heilung nehmen. Oh, die hat sogar aus dem roten Bereich voll geheilt. Okay. Das heißt, wir müssen hier messern. Ach, der trifft uns immer. Was soll denn das hier? Och, Leute. Das ist ja wohl jetzt nicht wahr. Dieses Messer, das bringt aber auch gar nichts, ey. Toll. Toll. Ich finde hier keine Muni. Was ist denn das? Der steht nochmal auf. Der steht nochmal auf hier. Haben wir es jetzt? Ja, wir haben es. Okay. Oh mein Gott. Noch einer. Das schaffe ich nicht, Leute. Ich brauche dringend eine Munikiste. Ja, sonst kann das echt heiter werden hier. Scheiße. Überall die... Oh, was ist denn hier los? Was ist das denn? Was ist das hier? Eine alte Pumpe. Wasser kommt anscheinend von da. Die Luke ist offen. Okay. Ah, okay, da ist eine Pflanze. Da brauchen wir, glaube ich, eine Chemikalie für. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, schleichen wir uns nochmal an den Zombies vorbei. Und holen uns mal die... diese Chemikalie da wieder. Die müssen wir jetzt, glaube ich, gleich da, da reinfüllen. Wartet mal, haben wir hier noch irgendwas? Nein. Das ist auch wieder ein Rüstungsschlüssel. What the... Boah, habe ich mich gerade erschrocken. Ich habe ja auch keine Muni und nix. Scheiße, Leute. Ich krepiere hier gleich. Hier, Leute, hier haben wir in dieser Kiste... haben wir diese Chemikalie drin. Und die werden wir jetzt brauchen. So. Da hinten habe ich nämlich schon Kräuter gesehen. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Die werde ich auch brauchen, die Kräuter, weil ich muss mich mal wieder hochheilen. So. Kommen wir jetzt hoffentlich an dem Zombie vorbei. Lass mich durch. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Die sind ja zum Glück relativ langsam, die Viecher. So. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal da rein, weil da war ja diese Pflanze da drin. Und ich glaube, wenn wir diese Chemikalie jetzt gleich in diese Pumpe einfüllen, dann können wir diese Pflanze da tatsächlich töten. So, dann versuch das doch mal, Jill. So, Chemikalie. Okay. Ist auf jeden Fall rot. Und da, seht ihr? Ha! Ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Oh, schaut mal da. Oh, so viele Kräuter. Oh mein Gott, das ist gerade unsere Rettung hier. Oh, wie geil. So viele grüne Kräuter. Und so viel. Da sind zwei rote dabei. Oh mein Gott. Hammer geil. Nimm dir das rote bitte. Haha, Hammer. Das heißt, wir können uns jetzt hier erstmal voll heilen, kombinieren. Mix mal die beiden zusammen und benutzt das mal bitte. So, dann sind wir zumindest schon mal wieder voll. Und oh mein Gott, wir können uns voll. Wir können uns ein paar Medipacks hier erschaffen. Ist das nicht geil? So, nimm dir das grüne Kraut bitte. Und die beiden können wir nämlich zusammenmischen. Dann haben wir nämlich eine Vollheilung. Seht ihr das? Rot-grün. Und dann nehmt ihr noch das letzte grüne. Gott sei Dank, Leute. Dann haben wir jetzt erstmal zumindest mal wieder ein bisschen mehr Überlebenschancen hier. Gut. Alles klar. Zwei Medipacks.
Und boah, Gott sei Dank. Also, das ist echt. Wenn man keine Muni kriegt, ist das schon scheiße. Was haben wir hier? Wieder einen neuen Schlüssel bekommen. Und gibt es jetzt hier noch irgendwas, was man da. Da ist wieder so ein Emblem da, aber. Nee. Hier liegt doch keine Muni rum und nix. Was haben wir hier? Der Brunnen, ja, alles klar, super. Wir haben einen neuen Schlüssel bekommen. Was ist das denn für einer? So. Zack. Ah! Der Rüstungsschlüssel ist das. Wie geil. Okay, das heißt, wir können jetzt in mehr Türen rein. Ah, das ist natürlich schon mal geil, Leute. Das ist schon mal echt gut. Das heißt, ich kann jetzt auch versuchen, diesen Zombie zu messern. Wartet mal. Der rennt ja hier hinten rum, ne? Da hinten ist er. So, dann messe... Ach, verdammt. Das Messern hier, das ist aber auch Kacke. Das ist aber auch Kacke. Oh Gott, ist der schnell. So, okay. Und geh zurück. Und messern. Und weiter messern. Und zack. Nein, oh Gott. Die treffen aber auch gut, ey. Oh! Was zur? Jetzt hör doch auf. Okay, der ist schon mal kaputt. Hohoho, im roten Bereich. Okay, das heißt, ein Zombie kostet quasi ein Medipack. Ist noch eine Tür. Noch ganz viele Türen. Wartet mal, aber ich sehe gerade, Leute, das war... schon am Folgenende dabei sind. Gut, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, einige Fails hier am Anfang. Aber dennoch, liebe Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, tatsächlich. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.